Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Von mir gibt es meinen Schminkkorb. Es ist außerplanmäßig, heute ist Mittwoch. Das wird aber bis übernächsten Sonntag gehen. Das heißt, heute ist der 12., bin ich der Meinung, oder der 11., 4. Und das geht dann nicht diesen Sonntag, sonst wären es ja nur 4 Tage oder so, sondern es geht tatsächlich bis übernächste Woche, also so 1,5 Wochen teste ich das Schminkkörbchen. Und ja, ich gebe jetzt erstmal eine Review über die Sachen, die ich in dieser Woche benutzt habe. Das sind einige. Zum einen habe ich versucht, diese Palette irgendwie nützlich zu machen. Ich sage euch, das macht mich unglücklich. Diese Palette macht mich nicht glücklich. Es wird jedes Mal fleckig, weil die Grundlage nicht so... Die fressen sich in die Haut rein. Heute habe ich mal was anderes benutzt. Heute bin ich glücklicher, als wenn ich diese benutze. Trotzdem möchte ich sie aufbrauchen. Sie hatte 20 Euro gekostet. Ich hatte sie mir gegönnt. Und ich möchte sie ist ja in meinem Projekt. Deswegen ist da der Ehrgeiz da, mindestens, sage ich mal, die Hälfte aufzubrauchen von dieser Palette. Ich bin gut dabei. Ich denke, dass diese Töne zuerst leer gehen. Der hier vielleicht auch noch. Aber der Rest, das ist so gut pigmentiert, das sieht einfach fürchterlich aus. Das sieht fürchterlich aus, das gefällt mir nicht. Und trotzdem bleibt es dann in der nächsten Woche mit drinne, weil ich möchte sie aufbrauchen, ne? Dann hatte ich, kommen wir so zu Pudergeschichten, Too Faced drinne, damit es leer geht. Es ist immer noch nicht leer, weil man braucht echt minimal davon. Das habe ich heute hier aufgetragen, da funktioniert es. Im ganzen Gesicht sieht es einfach nur so... Das setzt sich so eine Specklandschicht auf. Das sieht dann, finde ich, nicht so schön aus. Bei diesem Puder ganz, ganz ähnlich. Ich hatte schon die Befürchtung, dass es gleich ist. Und tatsächlich, es hatte sich... Es ist nicht matt. Also wenn man das anfasst, fühlt sich das ziemlich weich an und gar nicht so pudrig, sondern eher so cremig. Und ich muss sagen, wenn ich das im ganzen Gesicht auftrage, habe ich das Gefühl, meine Haut entwickelt Unreinheiten unter der Foundation. Also es sieht ganz, ganz unschön aus. Gefällt mir überhaupt nicht. Aber so wieder am Nasenbereich sieht es ganz nett aus. Da kann man es wirklich gut benutzen. Werde ich leer machen, werde ich aber nicht nachkaufen. So gut finde ich es dann doch nicht. Ich würde eher dann wieder zu Too Faced gehen. Zumal sich das so... Ja, irgendwie, das sieht so komisch aus auf der Stirn. Hat das so richtige... Unterlagerung gab es durch dieses Puder, würde ich euch nicht empfehlen. Nur in dem Bereich, wo ihr nicht so Schwierigkeiten habt im Gesicht. Gott sei Dank seht ihr mich nicht ganz. Ich bin voller Foundation. Mir ist vorher der Concealer runtergefallen und natürlich auf meinen frisch gewaschenen Sachen. Hose, Oberteil, Schuhe, alles. Ja, genau dies. Nein, wird leer gemacht, wird aber nicht nachgekauft. Dann habe ich 2 tolle Primer, die ich euch wirklich ans Herz legen kann. Die habe ich diese Woche komplett beide benutzt. Den hier weniger, muss ich sagen, als den hier. Der hat mir wirklich wesentlich mehr gefallen. Ja, weil da Sonnenschutz drin ist. Und ein schönes einfach, Gefühl, sage ich euch, bei beiden. Da sind so ein bisschen leichte Schimmerpartikel, die man aber nicht so arg sieht, wenn ich auf der Haut. Ist schön Feuchtigkeit spenden, aber nicht so fettig. Und der ist ein bisschen fettiger, ist aber eine gute Grundlage, sage ich mal, um seine Foundation aufzutragen. Kann ich euch beide ans Herz legen. Fand ich toll, bleiben auf jeden Fall. Dann hatte ich Primer Spray drin von Trended Up. Würde ich mir nicht nachkaufen. Ganz ehrlich, dieser Duft geht mir auf den Sack. Das riecht nach Fruchtbonbon oder sowas. Und ich bin... Ja, keine Ahnung. Ich finde, es tut halt nichts. Es klar, okay, das Gesicht tut... Mattifying ist es schon mal gar nicht. Ich habe das Gefühl, dadurch hat man erst richtigen Glanz auf der Stirn. Würde ich nur leer machen, aber nicht nachkaufen. Ich habe es eh gekauft wegen der Verpackung. Ich opferle. Ich bin gerne ein Opferle, was Verpackungen angeht. Ja. Das hier gegen, das riecht auch irgendwie... Das riecht so nach auch nach einem Bonbon. Oder irgendwie sowas, finde ich aber irgendwie angenehmer und auch nur, also ähnlich, muss ich sagen, wie das hier. Da ist zwar nicht mal das drinne, aber Glam Glow Fixer, das könnte ein Dupe dazu sein, denn das hinterlässt auch so ein bisschen, nicht Schimmer, aber man hat, da ist ja nichts drinne an Schimmer, aber das legt sich so auf die Haut und dann glowt sie. Und wenn man das in die T-Zone aufträgt, das habe ich heute blöderweise gemacht, dann habe ich so einen Glanz auf der Stirn, was mir nicht so gut gefällt. Und man sieht ein bisschen fettig aus im Gesicht, wenn man zu viel aufträgt. Also das hier eher nur im Wangenbereich wieder, ne?
Also genauso wie den Glim Glow Mist. Aber trotzdem eine Kaufempfehlung, wer auf diesen Glow, wer möchte, dass dein ganzes Gesicht miteinander so verschmilzt, optimal. Optimal. Dann, ja, habe ich tatsächlich in meiner Foundation mal das hier mit reingemischt. Ich habe mir das rausgesucht, weil ich irgendwie so ein Glow haben wollte und nicht drauf gekommen bin. Genauso wie ich diesen Wow Drop Highlighter von Catrice auch auf unter meine, also mit in meine Foundation gemischt habe. Das sah ganz, ganz toll aus. Es hat keine Farbe abgegeben, aber es hat irgendwas mit der Foundation gemacht, dass es schöner aussah. Also es hat mir sehr gut gefallen. Werde ich auf jeden Fall beibehalten, das in die Foundation reinzumischen. Sah toll aus, ohne dass man geglänzt hat. Also es sah irgendwie richtig fantastisch aus. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das war von Max Factor Universal Highlighter. Ich glaube, der hat auch keine Farbbezeichnung. Doch, Skin Tones. Skin Tones, ja, genau. Fand ich aber schöner und also mit in die Foundation, genauso wie schön ich das finde. Ich finde generell so Bronzing Drops einfach klasse. Ja, gefällt mir richtig gut, wird auf jeden Fall in der Sammlung weiter bleiben. Dann habe ich hier zufälligerweise zwei Mascaras von Catrice. Ich muss sagen, das sind meine liebsten von Catrice. Einmal hier die Glam & Doll Sculpt and Volumen Mascara, so sieht es aus. Das hat mir die liebe Sunny zugeschickt. Finde ich richtig gut. Danke dafür. Sie mochte sie nicht so. Und Catrice Glam & Doll Boost Lash Groove. Das gefällt mir ein Ticken besser. Habe ich heute auch benutzt. Ich finde einfach, die liftet irgendwie die Wimpern so schön. Und ohne, dass sie zu präzise die Wimpern ausfächert. Das mag ich ja persönlich nicht. Aber meine allerliebste Mascara ist nämlich die von Essence, die ich euch absolut ans Herz legen kann. Wer gerne ein bisschen also ein bisschen verklebtere Wimpern möchte, der ist da absolut gut bedient mit. Finde ich richtig, richtig gut. Das ist meine Mascara, die ich immer, immer, immer nachkaufen werde. Und die finde ich richtig gut. Die hat ein kleines Bürstchen und damit erwischt man wirklich jede Wimpern, auch hier hinten. Finde ich klasse, würde ich auch wieder nachkaufen. Dann Color Intensive Fine. Ich gucke mal, ob es das noch in der Drogerie gibt, weil den finde ich richtig gut, nachdem ich dann den Stopper entfernt habe. Da ist nicht mal viel drinne. Vielleicht erkennt ihr das. Ich werde das natürlich jetzt aufbrauchen und dann auch eventuell nachkaufen, weil ich den richtig gut finde. Wobei ich auch gerne den MAC Paint Pot austesten würde. In Painterly rosa stichig finde ich irgendwie besser als Ocker. Ja, mir gefällt das, weil Rosa es noch neutralisiert und noch ausgleicht und meine Looks eh in die warme Richtung gehen. Und Ocker ist gelb und gelb verfälscht oftmals, finde ich persönlich, die Lidschatten. Dann hatte ich, ja, MAC Foundation, die habe ich gestern ausprobiert nochmal. Die gefällt mir wirklich gut. Sitzt sehr gut, gefällt mir wirklich, wirklich gut. Wird auf jeden Fall weiterhin aufgebraucht und eventuell auch nachgekauft. Aber ihr wisst ja, ich habe eine sehr große Foundation-Sammlung und ich kaufe mir immer mal wieder mal eine Foundation oder bekomme auch eine geschenkt. Das ist wirklich ein tolles Teilchen, das hätte ich jetzt nicht gedacht für den Preis. Ich meine, was erwartet man, ne? Da muss das eigentlich sich von selber aufs Gesicht packen. Ja, kann ich aber dennoch empfehlen, weil es für mich einfach ein schönes Hautbild macht. Es funktioniert. Das ist die NC15, perfekt für mich. Dann hatte ich euch von meinem Sonnenschutz erzählt. Letzte Woche habe ich, glaube ich, das vielleicht höchstens zweimal aufgetragen. Mein Schminkkorb ging ja jetzt auch wieder 1,5 Wochen. Das behält sich ja jetzt auch, weil ich keine Zeit hatte, es ja, auszuprobieren. Das bleibt auch noch in meinem Schminkkorb für nächste Woche dann. Dann hatte ich ganz interessanterweise, ich versuche euch das jetzt gleich mal zu zeigen, wie viel Wieso? ich davon aufgebraucht habe. Also, ich hatte als Foundation drinne, ich vermute, dass ich 10 Milliliter auf jeden Fall davon aufgebraucht habe, Baby Skin Matte Foundation von Trended Up in der Farbe 030 Baby Rose. Ich dachte, ich hätte mich in der Farbe geirrt. Ich muss sagen, das Packaging ist ein bisschen schwierig, weil die Foundation sehr, sehr flüssig ist. Sie ist ein bisschen so flüssig wie die Matte & Poreless von Maybelline, die ich sehr, sehr gerne mag. Ich bevorzuge ja lieber so, ja, etwas flüssigere Foundation, weil ich finde einfach, das setzt sich schöner aufs Gesicht. Es ist nicht so pastös. Wenn man schwitzt, setzt sich das nicht so schnell ab. Und ja, gefällt mir einfach vom Finish besser. Matt ist nicht so ganz Programm, muss ich sagen.
Und ich muss auch sagen, sie riecht extrem. Sie riecht extrem nach Blumenladen. Also sie riecht extrem nach blumigen. Ich weiß es nicht. Also wenn ich den Pinsel, den ich heute Morgen benutzt habe mit euch, also eigentlich vor einer Stunde ungefähr, habe ich mich mit euch zusammengerichtet. Den habe ich ja hier. Die ganzen Tools, also alles, die riechen so nach. Das riecht angenehm. Ich mag das, den Geruch. Ich muss sagen, aber es hält länger auf dem Gesicht, als ich es gerne hätte. Also zum Beispiel bin ich immer so 8 Stunden am Tag geschminkt und ich rieche das trotzdem. Also wer da wirklich empfindlich ist, der sollte das lieber lassen oder sich mal in der Drogerie so ein Swatching machen und das über den Tag irgendwie ja aufheben, um zu gucken, also drauflassen, um zu gucken, wie das ist. Denn es kann sehr penetrant sein. Also ich rieche eher diese Foundation wie mein eigenes Parfüm, weil es ja näher dran ist. An sich eine okay Foundation, die ich nicht nachkaufen werde. Denn ich finde das Hautbild, also ich brauche sehr viel Foundation, damit es ein bisschen ebnet. Das ist eher so eine BB-Cream. Ja, von der Konsistenz auch eher so BB. Und die Inhaltsstoffe sind, denke ich, auch nicht ganz so prickelnd, weil da ja auch Silikone drin sind, gleich an zweiter Stelle. Also Wasser und Silikone. Das und Parfüme wahrscheinlich auch. Alkohol sehe ich gerade. Also sehr, sehr viele Inhaltsstoffe. Und ja, keine Ahnung. Also so an sich gefällt mir das schon. Ich würde es aber nicht nachkaufen, weil das ist keine Foundation, die mich überrascht hat. Ja, keine Ahnung. Ja, kann ich euch nicht ans Herz legen. Es ist auf jeden Fall auch keine matte Foundation. Ich muss sie auf jeden Fall setten, sonst flutscht sie. Also matt and poreless. Wie Fit Me, dass es wirklich ein bisschen matt ist, ist es nicht. Nö. Das war viel Gerede, gell? Gerade über Pröbchen habe ich kein einziges aufgebraucht, weil ich einfach mich auf die anderen Sachen konzentriert habe. Ein Nagellack hatte ich mit drin, den habe ich heute. Heute ist Mittwoch und ich hatte ihn mir Samstag lackiert. Der ist immer noch drauf. Ich habe ein bisschen Tipwear, glaube ich, heißt das. Und ansonsten trocknet er super, super schnell. Ich liebe diese Farbe. Wirklich, das ist so ein schönes Champagner-Rosé. Das Rosé-Gold-Champagner, das gefällt mir richtig gut. Kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Also, Catrice macht ganz tolle Geschichten. Kommt auf jeden Fall in mein Nagellackregal. Der hat es geschafft. Der hat es eindeutig geschafft. Denn ich sortiere nach und nach auch aus, was mir nicht so gefällt. Ja, Pröbchen bleiben trotzdem noch drinne in meinem Projekt. Ich habe kein einziges aufgebraucht. Also, es bleibt immer in dem Korb, bis ich es halt eben aufbrauche. So, das kommt da hin, das kommt da hin. Dann hatte ich für die Lippen drinne zwei Produkte. Das habe ich auch tatsächlich des Öfteren draufgetragen, weil ich finde es eine super schöne, natürliche Alltagsfarbe. Ich kann diesen Gloss absolut empfehlen. Er sieht nicht nur schnuckig aus, er fühlt sich auf Wasserbasis an. Überhaupt nicht beppig, trägt sich schön ab und ja. Toller, toller, toller Lipgloss. Kann ich euch absolut ans Herz legen. Das ist so ein Rosenholzton, den ich super gerne, ja, super, super, super gerne tagsüber einfach schnell drauf schmiere. Aber ich mag das gerade nicht. Also, wenn ich Bock drauf habe, ja, aber dann nicht. Dior 999, ja, kein einziges Mal benutzt, weil ich keinen Anlass hatte. Ist bei mir untergegangen. Richtig geile Sommerfarbe. Kommt auf jeden Fall im Sommer auf jeden Fall zum Einsatz. Aber behalte ich, ist ein Mini. Kann ich nichts falsch machen, sage ich mal. Passt aber heute mal gar nicht zum Look, ne? Leider nichts mit unserem Gloss hier. Dann hatte ich eigentlich diese zwei Mascaras drin. Diese habe ich benutzt. Die werde ich jetzt aussortieren. Die schmiert mir zu viel rum. Die ist nix, komm weg. Nee, ich will mich damit. Ich habe das euch schon erklärt. Ich habe ganz viele Mascaras offen, blöderweise, und die schmiert. Und die hier finde ich mittlerweile nimmer so gut. Ich finde, sie bröckelt so runter. Keine Ahnung, woran das liegt. Ja, werde ich die Woche trotzdem noch testen, die kommende. Und dann fliegt sie raus, wenn sie nichts ist. Aber eine Mascara darf gehen, die ist auch schon über ein Jahr alt. Also. Wenn das, ja, hallo, Augenentzündung. Dann hatte ich den Master Strobing Highlighter. Das hatte ich euch gar nicht im Video gezeigt. Ich habe euch nur geswatcht.
Swatchen tue ich es trotzdem auch da. Richtig, richtig geil. Also, es ist ja so, wenn ich Looks mache, dann benutze ich ja auch verschiedene Sachen und deswegen kann ich euch eine Review dazu geben. Den habe ich tatsächlich in die Foundation gemischt. Erst habe ich gedacht, das funktioniert nicht gut, aber es hat so ein tolles Hautbild hinterlassen, dass es mir so gut gefallen hat. Wirklich, also ich bin schon oftmals positiv überrascht, wie gut Produkte sind, aber lieber bin ich auch positiv, weil wenn es nicht funktioniert, dann ciao. Also es kann auch sein, ne, wenn ich es wieder benutze und es dann nicht funktioniert, dass er mich dann verlässt. Aber zu diesem, er riecht ziemlich streng und er riecht auch, finde ich, nach, nicht mal nach Lackfarbe, sondern irgendwas noch chemischeres. Nach Autoreifen, irgendwie sowas. Aber tollen Glow. Ja. Schimmernder Highlighter. Also als Highlighter würde ich ihn wahrscheinlich gar nicht so benutzen, aber als Foundation-Mixer oder vor die Foundation kann ich das auf jeden Fall ans Herz legen. Probiert es mal aus, wenn ihr das da habt. Ja, wird jetzt auch so lange drin bleiben in meiner Kollektion, bis es leer ist, aber nein. Und genauso wie das hier, das möchte ich aufbrauchen, weil ich die Farbe nicht so gerne mag, diesen Brow Idol. Ich finde aber die Haltbarkeit unschlagbar. Also wenn man sich das hier so draufballert, ne, das bleibt dann auch den ganzen Tag, auch wenn ich mich mittags hinlege, das habe ich ja schon mal gesagt, wenn man dann einfach geschafft ist vom Vormittag. Vor allem shoppen ist so mega anstrengend. Wer findet shoppen auch anstrengend? Also ich bin fertig. Danach die ganzen Eindrücke, die ganzen Beobachtungen, die ich anstelle. Irgendwelche Menschen anzugucken, irgendwas, Klamotten anzugucken. Ja, so viele Eindrücke, die prägen mich und dann penne ich. Ja, dann penne ich aber richtig. Brow Idol bleibt so lange, bis er leer ist, in, ja, bei mir drinne, damit ich einfach was anderes leer machen kann. Das Terra Naturi Blush ist mir gebrochen heute Morgen, weil da wirklich nimmer viel drin ist. Und ich werde gucken, ob ich das so aufbrauchen kann oder es direkt in die Tonne fliegt, weil ich weiß nicht, ob ich es pressen kann. Das ist das Problem, weil der ja so buttrig ist. Keine Ahnung. Ich werde es probieren. Ganz, ganz toller Blush. Super schöne Alltagsfarbe. Kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Ich rede auch so schnell, weil ich einfach fast keine Zeit habe. Dann habe ich diesen Highlighter und ja. Highlighter-Pen hier. Contouring und Highlighter-Pen. Das hat tatsächlich funktioniert, als ich ihn benutzt habe, aber ich bin kein Freund von Contour mehr. Also zurzeit bin ich eher so bronzen, ja, konturieren. Oh, das sieht furchtbar aus. Also ich sah letztes Mal so scheiße aus. Es hat mir überhaupt nicht gefallen und ich habe keinen Bock, meine Foundation dann abzumachen, ja, weil es der größte, langweiligste Part überhaupt ist. Ja, und das hier, dieses Solstice, ich muss sagen, es ist super schöne Urban Decay Creme Lidschatten. Ein so schöner Ton. Wirklich einfach nur solo oder auch getoppt. Ich habe jetzt einfach zu viel genommen, war alles hier. Aber wirklich richtig schön. Der glitzert, der schimmert. Der macht so einen tollen Wow-Effekt. Der bleibt auf jeden Fall für nächste Woche noch drinnen, den möchte ich aufbrauchen, weil ich schon Ersatz dafür habe. Ich habe nämlich den schon nachgekauft, weil ich ihn so gut finde. So. Ja. Okay, wegschmeißen. Wegschmeißen tue ich diesen NYX Wonder Pencil. Nein, es ist absoluter Hass. Es ist ein Hass. Ich werde das nicht mehr aufbrauchen. Ich schmeiße das direkt weg. So, dann habe ich hier auch drin gehabt den Glamondol Super Black Waterproof. Ich muss sagen, der funktioniert eben. Diese Stifte funktionieren am besten ohne Lidschatten drauf. Ich hatte heute so ein bisschen Probleme, sage ich mal, das drauf zu machen, weil ich einfach Lidschatten unten drunter habe. Ich liebe diesen Stift nach wie vor. Auch der bleibt erstmal drinne, solange ich ihn noch benutzen kann, damit er nicht zu so schnell eintrocknet. Und jetzt zeige ich euch noch die Tools, die ich gekauft hatte, damit ich euch schon mal eine Review geben kann. Und dann, ja, zeige ich euch, was ich neu reinnehme. Zum einen hatte ich von Ebeline den Kabuki mit reingenommen. Den kann ich euch ans Herz legen. Man kann super Produkt einarbeiten. Tolle Pinsel, finde ich sogar fast besser als den hier. Das ist nämlich wirklich eigentlich ein Puderpinsel, kein Kabuki. Kabuki macht es ja aus, dass es ein bisschen,
ja, dass er klein ist und ein bisschen fester gebunden. Also den muss ich dann wirklich so drücken, damit ich schön reinpressen kann. Das ist eher so ein Puderpinsel, den man sich großzügig aufträgt. Und ihr seht, das ist der alte, das ist der neue. Ich mag den sehr, sehr gerne. Den habe ich auch schon gewaschen. Lässt sich super reinigen, lässt sich schön Puder auftragen. Habe ich heute den Look mit euch zusammen gemacht. Deswegen geilo. Zum Empfehlen. Genauso wie diese Beauty-Eier, ihr seht, die sind schmutzig. Ich habe sie die ganze Woche benutzt. Ich habe auch das hier schon in der Waschmaschine gehabt. Bei 60 Grad hat auch super funktioniert. Das Problem ist bei diesen Eiern, denke ich, dass sie so feinporig sind. Ich zeige euch das mal, wenn man das sieht. Ich finde, je feinporiger ein Schwamm ist, je schneller ist die Gefahr, dass er schimmelt innen drin und man es nicht mitkriegt. Sie lassen sich super reinigen mit Kernseife, kann ich euch ans Herz legen. Wenn ihr was sucht in der Drogerie, Schwämme, die wirklich gut und günstig sind, dann seid ihr bei Ebelin wirklich richtig. So. Genauso wie überrascht, wie zufrieden ich mit diesen zwei Pinseln bin. Ich habe heute Bronze aufgetragen damit und auch Blush. Toller Pinsel, toller Duo Fiber, kann ich euch wirklich empfehlen. Sogar ein Ticken mehr als diese flachen, die so abgehackt sind. Ich liebe diesen Terra Naturi Pinsel. Das ist wirklich ein Favorit. Ich liebe ihn. Ich muss unbedingt meine Drogerie-Pinsel-Favoriten euch abdrehen. Man muss aufpassen, wenn man nämlich direkt dran geht, dass man nicht so einen Fleck hat. Ne? Wenn man hier so dran geht, man kann das ja gleich verblenden. Hier ist man einfach bei der Gefahr, dass es so stockt. Absolute Kaufempfehlung. Dieser Duo Fiber, der ist wirklich auch so rund geschnitten. Wenn ihr das so seht, ein bisschen hier so, ja, abgeschnitten und nicht so gerade. Tolle Fiber, nicht zu lang. Ich glaube, die sind ein bisschen, nee, die sind sogar kürzer, sehe ich. Der ist wesentlich fester gebunden. Damit hat es mir sehr gut gefallen, den Bronzer aufzutragen, weil man den richtig schön in die Haut einarbeiten konnte. Hat mir sehr gut gefallen. Die ganze Woche. Und auch diesen Foundation-Pinsel. Ich finde, als Foundation-Pinsel, ich trage meine Foundation ja auf und dann nehme ich so einen Beauty-Schwamm und tupfe das ein. Das mache ich jeden Tag. Weil ich finde einfach, das ist ein schönstes Ergebnis. Wenn ich da noch ein bisschen Deckkraft brauche, dann tupfe ich das auf. Man kann auch natürlich eine Cremekontur damit ziehen. Das funktioniert sehr gut, weil er sehr flach gebunden ist. Und man hat eine große Fläche, man hat eine kleine Fläche. Man kann gut arbeiten, auch wenn man Creme eben Produkte hat, die man auftragen kann. Finde ich klasse, würde ich mir tatsächlich auch nachkaufen, wenn er kaputt geht. Ja. Genauso wie diese Eier könnte ich mir vorstellen, wieder nachzukaufen. Außer ihr wollt online bestellen. Mir gefällt tatsächlich die abgeschrägte Seite besser, weil man einfach viel mehr Sachen machen kann. Hiermit trage ich zum Beispiel mein Eye Primer auf, damit ich meine Hände nicht dreckig machen muss. Ja, finde ich toll. Habe ich jetzt nicht extra für euch gereinigt. Genauso wie ich das hier geil finde, diesen Brush Cleanser Pot von Catrice. Heute habe ich in den Kommentaren gehabt, es gibt so einen Pot von For You Beauty bei Rossmann für 1,99. Da würde ich euch natürlich das günstigere anbieten und rennt lieber zum Rossmann, holt euch. Im Endeffekt ist es ein grob strukturierter Schwamm, womit man die Pinsel reinigen kann. Ne? Hier ist zum Beispiel ganz viel Pink drauf und man zwirbelt das dann in der Gegend rum. Und dann setzen sich diese großen Pigmente, die dann hängen geblieben sind, ab. Und man hat eigentlich einen sauberen Pinsel, obwohl er schmutzig ist, ne? Weil er keine Grundreinigung hatte. Allerdings nicht zum Empfehlen für Echthaarpinsel oder Gemisch. Von zu Eva kein einziger Pinsel würde ich damit reinigen. Ich habe das Gefühl, seitdem verliert mein Pinsel Haare. Deswegen no go. Nur für synthetische Pinsel geeignet. So, dann kommen wir zu dieser Palettenreview, die ich euch noch geben wollte, was ich benutzt habe. Da habe ich einiges getestet. Die ganzen Catrice Lidschattenpaletten, ja, und kann ich euch absolut ans Herz legen, die sind wirklich ein Auge mal wert, es anzugucken. Ich habe jetzt, ich lade heute oder morgen das Video noch hoch. Heute kam mir, kam heute schon eins? Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob ich heute schon eins hochgeladen habe. Aber alle Paletten wirklich noch, wenn ihr die noch kriegen könnt, holt euch die, die sind wirklich... Was euch auch von der Farbe her gefällt, ne, im Innenleben. Guckt euch mal die Reviews an.
Swatches, ich habe gesagt, ich mache Swatches, aber für mich schwachsinnig, weil mit dem Finger ganz anders da ist als am Auge. Lieber arbeite ich damit am Auge. Bei den Paletten fürs Gesicht sieht es ganz anders da aus. Ich würde keine einzige euch empfehlen, welche doch mal ein Auge wert wäre. Wenn ich euch eine empfehlen würde, wäre tatsächlich die braune. Ja, die hier. Die andere, nein. Ich finde, die hat noch einen matten Blush drin und von der Farbe her auch tragbar. Die anderen sind ja, schwierig, weil sie alle schimmernd sind. Hier ist auch noch ein mattes Blush, ziemlich dunkel. Ja, irgendwie nicht so richtig getroffen, finde ich. Und ich glaube, die bärige war auch noch toll. Ja, die war auch okay, aber ich finde, das legt sich so auf die Haut und betont die Unreinheiten. Also wenn ihr eine unreine Haut habt, dann absolute lasst es. Und das ist eine Palette, die würde ich euch gar nicht ans Herz legen, weil es einfach viel zu außergewöhnlich ist. Viel zu un... Ja, vielleicht für Augen-Make-up, ja, aber nicht fürs Gesicht, nein. Also wer möchte schon so einen gelben Highlighter? Ich nicht. Und bei den Paletten, ich zeige sie euch doch schnell. Bei der braunen Palette absolutes Must-Have in der Sammlung. Absolutes Must-Have in der Sammlung. Also, Kaufempfehlung auf jeden Fall für die nudigen Tanten da draußen. Ich bin auch, wenn schnell gehen muss, bin ich nudig. Da geht nichts. Zack, zack, Lidstrich fertig. Auch diese Palette hier, die Spice, ist sehr cool. Ich finde, die Spice hat sich nicht so sehr abgehoben von der bärigen. Also, es ist irgendwie. Ja, habe ich nicht so einen Riesenunterschied gesehen. Also wenn man die zusammenhält, sieht man vielleicht eine auf dem Auge, was ja. Bisschen rötlich, aber das ist auch schon rötlich, bärig. Also ja. Ich finde tatsächlich aber hier irgendwie die Farbgebung viel schöner irgendwie als da. Keine Ahnung, also die catcht mich hier mehr als die da. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich alle behalte oder irgendwas bei Kleiderkreisel, nicht bei Kleiderkreisel, sondern bei Instagram reinstellen werde. Mal gucken, aber ich wollte es ja auf jeden Fall mal testen. Auch bei den Face-Paletten, wenn ihr mal gucken wollt, schaut einfach bei mir bei Instagram vorbei. Ich werde euch mal den Instagram-Account, der steht eigentlich immer auch in der Info drinne, habe ich eingespeichert, weil ich sonst nicht dran denke. Und die außergewöhnlichste Palette, die mit bei ein Look kreieren kann, aber auch alleine, ich habe es ja auch alleine benutzt, ne? Geht schon. Man kann auch einen One-Shadow-Look damit machen. Also ein dunkles Smoky Eyes oder auch wenn das Schimmersachen sind, aber besonders diese Grüntöne haben mich wirklich inspiriert, einen Look zu machen. Aber da gibt es auch was anderes, ne? Fick habe ich noch nicht probiert. Fick hört sich immer so übel an. Aber ein schöner Braunton, guck mal. Wirklich sehr, sehr schön. Also die Pigmentierung ist da 1A. Das Packaging super schön und die Handhabung. Es ist so eine kleine Palette. Wisst ihr, was ich meine? Also Gesichtspaletten keine Empfehlung. Augenpaletten könnt ihr euch alle angucken. Sind alle gut pigmentiert, alle tolle Looks. Ich habe mehrfach die Woche es benutzt oder 1,5 Wochen hatte ich sie jetzt im Schminkkorb. Toll. Wirklich toll und zum Empfehlen. Dann habe ich heute auch meinen Look mit der Festivalpalette geschminkt. Damit habe ich schon mehrere Looks kreiert. Auch für Instagram habe ich mal was damit geschminkt und ja. Tolle Palette, also ich finde, sie ist gut pigmentiert. Ich weiß nicht, was die anderen Leute erwartet haben, was sie hätte machen sollen und nicht getan hat. Ich finde sie gut, ich kann sie euch empfehlen. Also wer wirklich eine bunte Palette sucht und sich gerne so eine... Ich schmier hier nur rum. Wer sich gerne... Wer sich gerne einfach eine tolle Palette gönnen möchte in bunt, ist da wirklich gut bedient. Also ich finde sie überhaupt nicht schlecht pigmentiert. Ich kann sie ja mal swatchen, trocken. Ja, also ich finde sie gut. Wie gesagt, also ich weiß nicht, was Leute erwarten von einer Palette. Aber ich finde das ja keine schlechten Swatches. Also genau dasselbe hat Catrice auch gemacht für 11,99. 10,99. Aber hier hat man einfach auch BH Cosmetics. Ich finde einfach, ja, geilo, 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 geilo. Absolutes Must-Have in der Sammlung, wenn man auf bunt und knallig und doch irgendwie pastellig. Also ich finde, manche Töne kommen einfach super mega gut raus. Man hat schon alles. Wenn man sich eine bunte Palette holt und eine Nude-Palette, hat man doch schon alles. Also von daher klar, man erwartet immer das Mega-Ding. Aber im Endeffekt hat man doch schon mit zwei Paletten alles.
was man braucht. Eine bunte und eine nudige. Also bräuchte man ja keine weitere. Von daher finde ich das immer so ein bisschen schwachsinnig. Ja, habe ich schon. Ja, warum hast du es dir dann geholt? Habe ich auch schon. Aber ich habe es mir geholt, weil es einfach eine andere Farbzusammenstellung ist, ne? Neongelb hätte ich noch erwartet. So ein richtig knalliges. Ich habe heute das Neongrün hier mal in der Lidfalte gesetzt. Aber man kann halt spielen. Und wer Bock hat zu spielen, kann sich die auch geben. Dann habe ich auch hier die Cocoa Blend für einen schnellen Look. Ich hatte keine Zeit. Super schöne Palette. Wirklich ganz, ganz toll. Ich finde es so toll, dass es die im Mini gibt. Für 14 Euro finde ich doch ein bisschen happig. Aber die Pigmentierung ist so gut, dass ich, glaube ich, die niemals aufbrauche. Obwohl da nur... Ja, ich traue mich schon fast nichts mehr zu sagen. 6 mal 0,9 Gramm drin sind, also ganz schön viel. Also fast ein Gramm pro Pen, also das heißt 6 Gramm. Hammer. Hammer, gut. Dann habe ich ausgekramt hier Blush und Shine Trio von Trended Up aus einer LE. Habe ich dieses auch mal benutzt als Topper und das Rouge hat mir gar nicht gefallen. Es war irgendwie zu fleckig, meine Basis war nicht so schön, hat mir gar nicht gefallen. Den Bronzer habe ich gefeiert, weil er eben Schimmer hat und der Highlighter war ein bisschen zu dunkel. Aber es war noch grenzwertig. Das sind die drei Sachen hier. Da, ne? Hier. Schwierig. Ich teste im Sommer nochmal durch und dann entscheide ich mal. Ja. Dann etwas, was mir nicht so gefallen hat. Ich habe sie einmal probiert oder zweimal. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Ist von Smashbox die Full Exposure in Originalgröße. Irgendwas hat mir nicht gefallen. Fragt mich nicht. Mir hat das kleine Full Exposure, das hier in Mini, viel, viel besser zugesagt. Ich weiß es nicht, wegen der kleinen Auswahl oder weil einfach die Pigmentation einfach besser war. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie hat mir das mehr zugesagt. Da hatte ich irgendwie das Gefühl, mein Auge wirkt so dreckig. Vielleicht muss ich es ja auch nochmal ausgiebiger testen. Es hat mich irgendwie nicht so umgehauen. Keine Ahnung. Obwohl die Pigmentation echt gut ist. Und ja, aber irgendwie hat mir das nicht so gefallen. Die glitzert und ja, die andere auch. Aber hier, weiß ich nicht, hat es mich irgendwie nicht so gecatcht. Bleibt aber auch erstmal. Ich sortiere so Paletten immer sehr, sehr schwer aus. Ich habe mich schon von ein paar getrennt. Also guckt gerne mal bei Instagram Sale vorbei bei mir. Kein Thema. Ist auch nicht überteuert, um Gottes Willen. Ich mache die Preise so, wie ich, dass ich eine Schnäppchentante bin. Dann habe ich ein Love-Produkt hier von Essence. Ha. Ja, schöne Palette. Zu gut pigmentiert, Leute. Zu gut pigmentiert. Würde ich euch nicht so ans Herz raten. Ist eine tolle Palette, sieht toll aus, aber ist zu gut pigmentiert. Das sieht dann irgendwie kacke aus. Ja, wobei ich diese euch ans Herz legen kann, weil die sehr, sehr saft, sehr, sehr soft pigmentiert ist und wirklich schöne Nude-Töne. Kann ich euch absolut ans Herz legen. Ja, tolle, tolle, tolle Palette. Und dann habe ich noch zwei weitere Paletten. Dann sind wir durch mit dem Schminkkorb Review, mein Gott. Ray Ray, it's my Ray Ray. Ich habe so einen wunderschönen grünen Look hingekriegt. Meine Güte, ist diese Palette ist so gut pigmentiert. Leco Mio. Ja, ihr wisst ja, blau ist nicht so meine Stärke, aber schaut mal, das ist wirklich richtige Pigmente, die auf einer Base Hammer rauskommen. Ich habe super schönen Look kreiert. Hatte ich euch bei Instagram mal ein Make-up of the Day geschminkt gehabt mit Grüntönen. Das waren diese hier. Also ich habe da einfach die unterste Reihe und die hier genommen, damit ich einfach einen schönen Übergang habe. Und es hat wirklich ein ganz, ganz tolles... Es sind Paletten, die funktionieren. Fertig. Die funktionieren, dann braucht man nicht so viel Arbeit reinzustecken, sondern es sieht dann irgendwie von alleine schon schön aus. Dann eine Palette, die mich mega überrascht hat. Ich habe mit euch ein Video gemacht. Instagram und YouTube, ja, wie soll ich sagen, Empfehlungen, Baken und alles, was ich nicht mache, obwohl es gehypt ist oder gehypt war. Und dazu gehörte diese Palette, die hatte ich benutzt gehabt. Dieser Ton hier, der ist so außergewöhnlich schön.
Der hat mich so gecatcht. Schaut mal, die fängt nicht mal die Kamera ein. Der ist so, wow. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber das schimmert so von. Kann euch dieses Grün, Gelb, Orange, das ist unfassbar schön. Also, das ist die G-Kates, ja, Pop-Off-Paparazzi-Palette. Werdet ihr auf jeden Fall noch live sehen. Da habe ich fast die komplette Palette benutzt. Bis auf einen Ton. Zwei Töne habe ich nicht verwendet aus dieser Palette. Sonst habe ich sie komplett getestet. Und der Look hat mir so gut gefallen. Der Look hat mir verdammt noch einmal so gut gefallen. Und diese Palette ist wirklich besser als die andere. Auch die Schimmernden ließen sich irgendwie besser auftragen. Oder es war einfach, weil ich gedacht habe, ich schminke es eh ab. Ich habe keine Ahnung. Aber dieser kleine Scheißerchen, der sieht so unscheinbar aus. Auch die Töne sehen so aus, als würde es gar nichts miteinander harmonieren. Beste Palette, wirklich. Beste Palette gewesen von diesen zwei, die ich davon habe. Besser als die Dann habe braune. ich noch die Zodiac Aries ja, Widder Kollektion hier. Auch das hatte ich euch schon gezeigt. Finde ich eine tolle Palette. Der Highlighter finde ich einfach zu dunkel. Ist eher so ein Topper, so ein Blush-Topper. Ja, mag ich irgendwie nicht so. Gefällt mir irgendwie nicht so. Ist nicht so mein Ding. Aber die Palette, so Flamingo-Looks. Ich liebe Orange. Ich liebe Rot. Ich liebe Flamingo-Farbe. Mega geile Pigmentation. Kann ich euch ans Herz legen wieder. Schaut mal. Also wirklich, da ist Pigmentprogramm. Und ich mag einfach Sachen, die funktionieren. Und diese Palette ist schön handlich, funktioniert. Mir gefallen zwar diese länglichen Pans nicht so, weil ich einfach der Typ bin für runde Pfannen. Kaufe ich mir auch keine Urban Decay Paletten. Also ich weiß nicht, ob sich das irgendwann ändert, aber im Moment catcht mich das überhaupt nicht. Auch die neue nicht. Sieht zwar schön aus, aber sie sind nicht rund und dann lasse ich die Finger von, weil ich sie eh nicht benutzen werde. Ja, ganz, ganz tolle Produkte hatte ich diese Woche oder diese 1,5 Wochen. Ich konnte mich wirklich durch. Ich habe sogar noch mehr Sachen getestet, aber ja, irgendwann ist dann gut. Irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo ich sage, stopp. Und jetzt zeige ich euch dann im Anschluss die Sachen, die ich gerne noch nächste Woche mit reinnehmen würde. Und bis übernächste Woche, ich schreibe euch einfach am besten hierhin, von wo bis wann? Nee, von wann bis wo? Nee, von wann bis wann? Genau. Und somit sage ich, bleibt mal dran und guckt Liebe durch. Ich ich zeige das euch jetzt, an. was ich mit reinnehme für die nächste Woche. Und zwar nehme ich einmal die MAC Foundation mit rein für die nächste Woche. Einmal den Brow Idol in Medium für nächste Woche. Also bis Sonntag dann. Und die Style Mascara. Genauso wie diese Mascara. Die nehme ich auch noch mit rein. Das ist so ein kleines Pröbchen. Dann Sonnenschutz von Lacoste. Dann da ist nicht mehr viel drin, vielleicht für drei Anwendungen. Ein Lippenduo. Ich werde euch das dann auch alles nochmal, ja, übernächste Woche dann reviewen. Dann habe ich von der Ille mal zugeschickt bekommen, als wir getrasht haben, möchte ich das hier gerne in die Foundation mischen, um zu gucken, ob ich das behalte oder nicht. Dann nehme ich noch die Elf Foundation, denn die ist ein bisschen heller als die MAC Foundation. Die MAC passt zwar gut, aber ich würde doch gerne mal so Highlights setzen. Und für die Lippen habe ich noch einmal den Lip Beautiful Lips von Catrice in der Farbe 010 und 010 Trended Up Sheer Shade Lipstick. Es ist eine ganz, ganz interessante Mine, also eher so Lip-Liner-mäßig. Dann von Catrice auch den Glam and Dull Liner, nehme ich mit rein. Dann von Catrice den Eyebrow Stylist in der 040, Don't Leave Me heißt er, glaube ich. Der ist ja immer im Projekt. Der andere Elf ist leer, Gott sei Dank. Color Intensifying ist auch fast leer, werde ich jetzt noch mit reinnehmen. Und ich denke, dass das nicht mehr ganz so lange reicht. Also da ist nur noch was am Applikator und im Pfännchen, also in der Tube nichts mehr. Deswegen nehme ich die Eye Foundation von Catrice noch mit rein. Und für die Lippen zum Scrubben nehme ich das hier noch mit rein. Ich mag das gar nicht, weil das so, ja. Das hat für mich nichts mehr mit Scrub zu tun, weil es so weich ist. Man muss den Finger dazu noch nehmen und am liebsten hätte ich das so gescrubbt und die Glitzerpartikel sind auch unnötig, ist eine Spielerei mehr nicht. Als Blush nehme ich das hier noch mit rein, mal gucken, wie lange mir das hält. Als Puder möchte ich noch einmal diese Woche austesten, ob das was für mich ist, sonst fliegt das raus. Es ist mir irgendwie zu trocken auf der Haut. Keine Ahnung, vielleicht etwas.
eher für den Sommer. Dann möchte ich ganz neu im frisch gebacken hier Wet n Wild ausprobieren. Das ist der bekannteste Highlighter, glaube ich, von denen. Ich habe keine Ahnung, die Verpackung wird eher kaputt gehen, bevor ich das benutzen kann. So sieht er aus. Super schöne Farbe. Ihr könnt ja mal lesen, wie der heißt. Dann nehme ich nochmal das MAC mit rein. Da ist auch nicht mehr ganz so viel drin. Keine Ahnung, ob das irgendwann mal leer geht oder nicht. Fit Me Puder, falls das andere Fit Me nichts für mich ist, denn das mag ich sehr, sehr gerne und passt auch von der Farbe super. Und für mein Gesicht, Palette von NYX, klar, weil ich sie so liebe. Als Paletten, da nehme ich nochmal diesen Liquid Shadow mit rein. Mal gucken, was ich damit kreieren kann. Dann habe ich diese Palette hier von BH Cosmetics. Ich habe mir einen alten rausgesucht und 4 neue. Es werden immer 5 sein, keine Ahnung. Ich kann einfach nicht mich so arg beschränken bei so tollen Sachen. Weiter geht's im Programm, wie gesagt, die Rose Edition von BH Cosmetics. So sieht die aus. Super schöne Nude-Farbe. Deswegen, ich dachte, wenn es schnell gehen muss, greife ich zu der Nude-Palette. Dann habe ich von Jaclyn Hill ja die Vault Collection. Super geiles PR-Paket haben die Leute bekommen mit so einem kleinen Tresor. Fand ich richtig geil. 4 Paletten an der Zahl. Oh, so wäre richtig rum. 4 Paletten an der Zahl, schnell im Durchlauf. Einmal haben wir hier die... Wie heißt die? Dark Magic Palette. Super schön, habe ich schon zweimal 2 Looks damit kreiert. Hat mir super gut gefallen. Auch der gestrige Look mit dem Thema Grün wurde damit kreiert. Finde ich richtig geil. Habe ich gefeiert. Dann habe ich noch die Ahmed Georgios und Georgios Palette. Richtig geile Gelbtöne. Also da muss ich auch nochmal mitspielen. Gefällt mir richtig gut. Auch die schimmernden. Ich bin gespannt, wie sie einfach auf dem Auge sind. Und dann, es ist ein sehr, sehr langes Video heute. Dann haben wir noch die Ring de Alarm. Ring de Alarm, Alarm, Alarm. Da glocken bei mir die Alarmglocken. Und die letzte Palette ist schon fast hier untergegangen. Einmal die Bling Boss. Oder Bloss? Boss. Super schön. Dieses Lila spricht mich sowas von an mit dem hier. Zusammen. Eigentlich sprechen mich alle Paletten farbtechnisch an. Ich habe sie mir gewünscht und ich habe sie Gott sei Dank im Kleiderkreisel ergeiern können. Ich geier. Ja, das war's. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ansonsten seht ihr das übernächste Woche in der Review dann. Ich werde wie immer euch dann sagen, was ich die Woche doch benutzt habe und was nicht. Was halt eben nicht geklappt hat, mein Gott. Und ja, dann suche ich mir noch ein Setting Spray aus. Ich benutze das hier. Nochmal diese Woche? Ja, diese Woche, weil ich jetzt so ein mattes Puder habe und matte Foundation, benutze ich dieses hier. Und das war's, meine Lieben. Irgendwas wird bestimmt gefehlt haben, aber ja, das reicht ja schon, die ganzen Reviews. Ich habe mich tatsächlich entschieden, 2 Gesichtspaletten noch auszusortieren. Ich habe mir jetzt Gedanken drüber gemacht und die ich... Ja, wo habe ich keine Ahnung, wo ich sie jetzt hingepackt habe. Ah doch, 3 Gesichtspaletten dürfen mich verlassen und zwar diese 3. Also falls ihr Interesse habt... gebe ich sie ab. Genau. Einmal die von Essence und einmal die Sorbet und einmal die grüne, also im Kleiderkreisel, im Instagram-Sale zu finden dann. Bis Danny! Tschüss!